Hey, ich grüße euch. Ich wollte ein Video machen heute mal zu einem Film von 1991, Valkenvalia, die wunderbare Welt des Wahnsinns. Der Film ist super besetzt. Das waren die Stars der 80er, 90er Jahre, die Komikerstars. Und zwar Dan Aykroyd, aus Buster's Resistance. Dan Aykroyd hat viele Komödien gemacht, sehr erfolgreich, 80er Jahre. Chevy Chase, ein Urgestein. Ende 70er bis 80er Jahre durchgehend hat er Erfolg gehabt in den Komödien, in der Hauptrolle gehabt und viele Filme gemacht. Die Schrillen Vier auf Achse, Schöne Bescherung etc. Und John Candy natürlich, kennen wir auch, Spaceballs, auch ein sehr guter Artikel für zwei, ein sehr guter Komiker, drei große Komiker und eine sehr schöne Frau damals, sehr erfolgreich, hübsch gewesen, Demi Moore. Und der Film, wie gesagt, er ist sehr skurril und meine Empfehlung vorweg, wenn ihr den Film gucken solltet, ich würde empfehlen, mindestens zwei Bier, mindestens als Einstieg und nüchtern ist der Film sehr. Ich mag die Schauspieler alle, der Film ist sehr albern, gruselig, aber so albern gruselig, dass er nicht gruselig ist irgendwie. Also es geht darum, dass ein Banker mit einem befreundeten Pärchen und einer Bekannten, die er kennengelernt hat, zu einem Kongress fahren will und auf dem Weg dorthin fährt er zu schnell, wird von der Polizei angehalten, von den Polizisten und er macht Verfolgungsjagd, er verliert, weil der Polizist einen getunten Wagen hat, mit Batman-mäßig, in kommt so ein Flammenwerfer raus, im Antrieb und so. Also der Film, kurzfassend, die werden dann von ihm angehalten, dann werden die da mit, bis mitfahren zu den Richter, also Trottplatz, ein Dorf, Trottplatz würde ich sagen. Und dann ist der Film, fängt dann an, dass die dann, also erst also die kennenlernen so, dass die losfahren und so. Also erstens fand du nicht so ein normales Smalltalk, kein richtiger Film kann man, also Film schon, aber nicht die Story mit dem Richter so gesehen. Dann sind im Richtersaal, ein sehr, sag mal, ein bisschen unordentlicher Richtersaal, kann man sagen. Und dann fährt von unten ein Stuhl hoch und man kann den Richter sehen. Der Richter ist Dan Aykroyd, schwer zu erkennen, sehr gute Maske, echt super. Wie soll ich sagen, gruselig kann man nicht sagen, ein bisschen älter, so, gute Maske, wie gesagt, aber seine Nase ist ein Penis, wirklich Penis, seine Nase sieht aus wie ein Penis, das ist, warum sieht die so aus, aber das ist halt die Story von dem Film. Und dazu ist noch von den Sheriff, den Hilfs-Sheriffs, das sind beides Verwandte, kann man sagen, das ist Hillaby, alles so ein bisschen südstaatenmäßig, die ganze Sache da ein bisschen. Und die werden dann halt nicht davor geführt und die, werden dann, die anderen beiden können dann fliehen vor den Richtern. Die anderen beiden, also Chris und, wie hieß die nochmal, Diana, müssen dann da bleiben, dann den Richter ein bisschen kennen, wohnen da, müssen zusammen mit dem Mittagessen, das Mittagessen, also Abendessen, auf Abend fand ich cool, so ein Tisch, und das ist so ein Zug, der da rumfährt und das Essen drauf, da kann man sich Essen runternehmen. Das fand ich eine gute Idee, finde ich. Und die anderen Leute, die der Richter so mitbekommt, so böse Leute, die also Mist bauen, also Straftaten begehen und so, der hat so eine Falltür, kann man sagen, drückt dann drauf, dann fallen die Leute in so einer Grube rein, dann kann die irgendwie so in der Achterbahn drin, die Achterbahn fährt dann los und am Ende der Achterbahn ist so eine Schranke, da fallen die dann vor, fliegen raus und gehen in so einen Zerhetzler, kann man sagen, so einer Schrottpresse, nicht Schrottpresse, sondern so eine Fließband, wo da so Dinger, so Metalldinger auf dem Boden die ganze Zeit donnern, die klein machen. Dann kann man sehen, die da reinfallen und dann irgendwie dann, die Maschine kann man sehen von außen, dann kommen die noch Knochen rausgeflogen. Das ist die Story. Der Richter mit den ganzen Leuten um und so, das ist die Story des Films. Wie gesagt, hat der Richter noch irgendwie noch zwei andere so da rumlaufen, so zwei Mutierte. Die hatten sehr Ähnlichkeit gehabt mit dem einen von, mit Quank, Quank hieß der, glaube ich, nee, Quank, der von den Goonies ein bisschen, so mutierte, zwei mutierte Dinger. Das war auch Dan Aykroyd gewesen und es kommt noch von den Sheriff, ist der Neffe von den Richter. Der hat eine Schwester, das spielt auch John Candy, eine weibliche Rolle spielt John Candy auch. Dan Aykroyd spielt die beiden Mutanten da noch bei und das ist, wie gesagt, sehr besetzt, also sehr gut besetzt von den Schauspielern, sehr gute Masken, gruselig, aber so albern gruselig halt irgendwie. Der Film ist, wie gesagt, dass er nüchtern gucken würde, sagen wir, oh, das ist ein Scheiß, kann man sagen, ehrlich gesagt, aber wenn man betrunken ist, ist der Film ganz gut. Das ist meine Empfehlung, wie gesagt, nicht nüchtern schauen. Also der Film ist sehr albern, aber gruselig teilweise. Also, albern gruselig, wie schwer zu erklären der Film, wir müssen dann geguckt haben, einfach mal so ein Grundwissen, den Film haben wir mal gesehen, also wir sagen, der Film ist eine Pflichtlektüre, mal sehen kann, was man alles falsch machen kann. Das hat die, wie gesagt, also, das ist, wie gesagt, wenn wir vergleichen mit dem Film jetzt mit Meine teuflischen Nachbarn ist Komödie, Horrorkomödie, aber auf ernsthafte Art, also nicht zu übertrieben, albern, passend albern, albern, glaubhaft. Und das ist der Film, der Valkenvalia ist halt übertrieben, albern, unglaubwürdig, finde ich ein bisschen von der Story her. Ich will nicht groß spoilern, den Film müsst ihr gesehen haben, vor allem ein Richter, eine Penisnase, das ist schon ein Ding für sich, finde ich. Das ist also der Film, ich war, wie gesagt, also lange her, ich ihn gesehen habe, aber ich habe es in Erinnerung, dass der Film ist hängen geblieben bei mir ein bisschen, weil der Film so extrem ist irgendwie. Also es ist, wie gesagt, Horror-Komödie, Albern-Horror-Komödie. Wie gesagt, echt, kommt den Film auf mal, wenn ihr den Film gesehen habt, kennen solltet, schreibt auch mal Kommentare rein. Bin ich sogar freuen, mal Kommentare von euch. Also ich fand den Film halt, wie gesagt, also ich habe den nüchtern gesehen, da war ich, oh mein Gott. Und das erste Mal gesehen, da war ich ein Kind gewesen, aber da war ich ein groovig Kind gewesen, mit Teenager, natürlich, finde ich ihn gut. Aber jetzt bin ich ja älter und wie gesagt, der Film,
Ich glaube, wenn man betrunken ist und dann irgendwie so nicht mehr gerade gehen kann, hey, guter Film, ist lustig, aber wenn man nüchtern ist, finde ich so übertrieben zu lachen irgendwie. Also finde ich, ist meine Meinung zu dem Film. Sag ich mal, bis bald und ciao!